So, willkommen zurück. Part 3. Diesmal wollen wir uns um die Traktorenfege kümmern. Sminoff ist da. Servus. Hidan ist auch da. Und ich bin auch da, der Kim Jong Flo. Und die Spiegel sind sehr klein, ist mir aufgefallen. Ja. Und es ist sehr schmutzig hier drin überall. Ja, dann wollen wir auch Abhilfe schaffen, hä? Ja, gute Idee. Du nimmst jetzt einen Kercher, aber... Ich sehe leider von diesem Kercher nichts. Ich sehe nur, dass der Trecker sauber wird. Ja, sehr schön. Das dauert richtig lange, bis du so ein Ding sauber hast. Boah, das ist ja der Hammer. Und jetzt mache ich wieder schmutzig. Nein! So, jetzt mache ich mal ein bisschen putzi. So. So, dann stelle ich mir hier mal schön hin. Ich mich gerade. Jetzt habe ich den Hochdruck eingehand. Ob du, wenn du nur den Traktor sauber machst, ob die Maschinen dann auch sauber gehen. Aber ich finde, wenn was? Achso, nur den Traktor machen? Ja, wenn du nur den Traktor machst, ob die Anbauteile auch sauber werden dadurch. Gucken wir mal. Ich mach jetzt mal den Traktor sauber. Man sieht's richtig, wie es nach und nach sauber wird. Der Traktor. Die Reifen, an denen sieht man es extrem. Ja. Dauert ja richtig. Da glaube ich, da brauchen wir einen Azubi, um den einzustellen, dann die ganze Maschine immer sauber zu machen. Nee, das ist klasse. Traktor sauber, Maschinen dreckig. Perfekt. Ja. Super gemacht, Giants. Ja, das stimmt. Jetzt machen wir mal hier das Gewicht vorne sauber. Ah, das sieht echt genial aus, ey. Vor allen Dingen, es geht schön langsam. Oh, Wunder. Aber das Gewicht kriege ich gar nicht sauber hier. Oder? Nee, irgendwie. Irgendwie werden die Geräte nicht sauber. Kann ich gegensprühen, wie ich lustig bin? Versuch mal hinten gegen den Krupper. Ja. Ja, der wird sauber. Echt? Ja, das dauert richtig lange. Ja, stimmt, jetzt sehe ich es, ja. Stimmt, boah, Ding. Das dauert richtig lange. Das ist ja auch realitätsnah. Ja, stimmt, jetzt ist der sauber. Stimmt. Du hast einen Helm gerade auf. Was hast du gerade gemacht? Du hast einen Helm auf. Ach, du hast die Kettensäge. Da hast du einen richtigen Helm auf hier. Das sieht richtig gut aus, ein. Siehst du die verschiedenen Kettensägen? Ja, du hast auch verschiedene Helme auf dann immer. Und du hast verschiedene Handschuhe und verschiedene Helme. Immer schön die Schleichwerbung behalten. Ja, das sowieso. Ja, Texas Chainsaw Massacre. Aber es wundert mich trotzdem, dass das Gewicht nicht sauber wird. Kann ich mal sprühen? Ja. Hochdruckreiniger abschalten, so. Kannst du mir diesen schmutzigen Trecker hier machen? Den, Hürli-Man. Den Hürli-Mann. Ich muss das Gewicht auch auf den Boden legen, damit es sauber wird. Nee, haben wir versucht. Das haben wir schon getestet. Es hat nicht den gewünschten Effekt gebracht. Das Gewicht bleibt schmutzig. Wo bist du jetzt hingerannt? Wieso kann ich keine Bäume fällen? Das ist doof. Da hast du den Scorpion nicht angeschaltet. Doch. Oh, cool. Komm mal hier. Jo. Warte. Wo bist du denn ganz hingelaufen? Hier oben bin ich. Da. Ja. Kannst du mir... Wo krieg ich eine Kettensäge her? Drück mal die 1. 1? Ah. Ja. Ach, da bist du. Mann, siehst du hässlich aus. Ich sehe gerade ihn nicht rein, aber. Es ist nicht so einfach hier zu sägen. Mit rechter Maustaste kannst du sie drehen. Ja, habe ich gerade gemacht. So. Ach, du kannst sie aber auch komplett in den Fallwinkel, den Drehwinkel kannst du einstellen. Ja, ja. Ah, okay. Sieht man auch keine Kerbe, ne. Ah, du musst erst warten,
Bis das Blaue da ist. Ah, dieses blaue Symbol. Bei mir ist es grün. Ja, wenn du grün hast, fängst du gerade an zu sägen. Warte, warte. Ja, jetzt fällt er. Da kommt ein blaues Symbol. Und da ist er abgeschnitten. Hallo. Hallo, Baum. Denn du kannst die einzelnen entlasten. Echt? Ja. Hallo? Bleibst du jetzt mal stehen? Was ist denn los mit dir, Baum? Jetzt sind es zwei. Was zur Hölle? Hallo? Da hat sich ein bisschen eingebackt bei dir da, ne? Ja. Da wird er ja schwindelig, wenn man das sieht. Bisschen schon, ja. Hm. Mysteriös. Die drehen sich immer schneller. Willkommen beim Forstmod für den Landwirtschaftssimulator 2013. Boah, ja. Sie haben angehalten. Was ein Glück. Ja, ich krieg den Baum hier nicht gefällt, ey. Ach jetzt, ach da. Erstmal entasten hier. Das ist ja schlimm, ist das ja hier. Also entasten ist wirklich einfacher als beim Mod. Ja. Ja. Ah, jetzt kommt sie. Da nicht so. Oh, lol. Lol. Komm mal zu mir her, Flo. Gleich, warte. Ich will noch versuchen, meinen Baum hier zu fällen. Ach, jetzt fällt er auch. Oh. Der ist ein bisschen komisch gefallen. Hm. So, ja. Ich bin da. Ich kann jetzt richtig kleine Stücke hier machen. So? Ja. Ey, du hast dich hingekniet. Du hast dich gerade hingekniet vor mir. Okay. Oh, wo ist das kleine Stück jetzt hin? Warte mal. Wieso ist das? Ich hab mal ein kleines Stück ab. Jetzt ist Hidan weggegangen. Ja, mir ist das Spiel gecrashed. Ach so, das ging ja schnell. Das ist ja niedlich. Gut, du kannst kleine Stücke abschneiden. Das was ist denn das? Das ist ja niedlich. Vielleicht bist du zum Hexen oder so. Wobei, so viel kriegst du. Was willst du? Ein kleines Stück kriegst du niemals aufgesammelt. Nee, stimmt auch wieder. Hast du irgendwie aufgesammelt? Nee. Da kannst du echt Mini-Stücke draus schneiden. Hm. Ich frage mich, was es bringen soll, so kleine Stücke zu schneiden, ne? Mhm. Und ich glaube, es kann immer nur einer am Baum arbeiten zur Zeit. Ich verhungert ja fast diese eine Kettensäge hier. Ja. Warte mal. Oh, ich hatte da unten. Guck mal hier unten. Warte. Bahnhof? Wieso kann man die denn komplett zerstückeln, die Dinger, ja? Mit 7 und 8 kannst du die Zeit verändern, angeblich. Ach ja, stimmt. Warte mal, sag mir mal, wenn du eine Position gefunden hast zum Sägen. Hab Moment. Ich, kann... Ich auch? Ich Achtung, hab eine, und, ja. Und los. Säg du mal. Ja, ich kann währenddessen auch sägen. Okay. Aber ich muss doch wieder neu anfangen. Ja? Oh. Das sieht schon extrem gut aus, ey. Ja. Kann ich auch komplett von der Seite schneiden? Ach, guck, warte mal. Hm, doch nicht. Ich hatte gerade gedacht, ich habe hier eine Position gefunden. Doch, da war doch eine gerade. Geil. Guck mal, wie ich den Baum hier gefällt habe. Warte.
Lass nur nicht gegen den Baum laufen, gegen wo ich jetzt gerade bin. Wo bist du denn gerade? Ach, da. Warte, den habe ich nämlich einmal schon quer durchgeschnitten. Warte. Guck. Nein, ich brauche eine Axt, um das Ding rauszuhauen. Oh nein, es funktioniert. Oh, er stürzt auf mich. Ja, aber jetzt hast du eine gerade Kante hier hinten, siehst du? Ja, stimmt, hast du sauber hinbekommen. Na, nicht schlecht, ey. So, den. Ich werde mich da mal hinlegen, ne? Ja. Ja. Dass ich dann auch morgen wieder aufstehen kann. Viel Erfolg, ne? Ja. Dann bis morgen oder er sagt heute. Ja, jo. Bis später. Bis schlaf gut. Ja. User disconnected from your channel. Oh, gerade eben. Ah ja, jetzt ging es gerade eben. Nehmen wir noch mal ein bisschen sauber hier. Zumindest den Anhänger noch mal. Na, gerade. Ja. Jetzt musst du noch mal zu mir kommen. Warte. Kann man irgendwo springen? Wo gibt's denn die Übersichtskarte? Leertaste. Leertaste habe ich nicht. Kann ich nicht nutzen, die Leertaste. Okay. Vielleicht M, N. Gucken wir einfach mal. Was hab ich denn mit dem Baum gemacht? Ja, komm, bitte noch mehr. Überall große Nachfragen. Ja, hab ich auch gerade bekommen. P? Nee, P ist es nicht. Ja, wie geil! Das ist in die Garage. Ich mach grad einen Zahnstocher da raus. Ja, warte, ich komm gleich. Ich muss eben kurz gucken, wie ich jetzt am besten. Ach, hier bei I. I kannst du drücken. Kannst du dir jetzt hinspringen eigentlich? Nee, kann ich nicht. Da, Fahrzeugauswahl. So, wo stehst du denn? Du stehst. Ich glaube, war das hier, wo wir die Bäume gesetzt haben? Doch, hier in der Nähe müsste sein, ja. Doch, hier bist du ja. Also, es ist schon cool. Man muss echt sagen, also was du mit diesen Bäumen schneiden kannst, ist echt klasse. Was hast du denn da gemacht? Ich mach gerade einen Zahnstocher daraus. Ja, es sieht ein bisschen abenteuerlich aus. Ach, oh, Giants, ich liebe dich dafür. So, jetzt wollte ich aber mal kurz gucken, und zwar mit dem einen, mit dem Frontlader. Ich hier rauskomme irgendwie. Mal gucken, wie man den hier bedient am einfachsten. Oh! Was ist denn das? Ist das ein kleiner Bug? Hm? Was passiert? Ach, ich habe hier einen Baum zersägt und da ist ein Grafikbug entstanden. Ach, ja gut, okay, Grafikbugs, das ist ja noch. Man muss den mal angucken. Warte. Mach ich gleich mal. Ich muss jetzt mal versuchen, hier die Baumstämme aufzuladen, das will ich nochmal versuchen hier. Ist gar nicht so einfach mit dem hier. Versuchen wir später nochmal. So. Was hast du denn kaputt gemacht hier? Ja, den Stamm. Ist es? Grafikbug? Oh. Ja, das ist ja minimal. Also ist die graue Fläche meinst du, ne? Ja. Graue Fläche und das Weiße da unten. Ja, ja. Naja. Ah, kann auch ein Stück absägen. Erstückeln. Ach du Scheiße, wer soll denn die ganze Kacke da aufsammeln? Haben sie deswegen wieder ein Schild reingebracht? Ich weiß es gar nicht. Vermutlich nicht. Aber nicht. Nur diverses. Nee, natürlich nicht. Tja, liebes Giants-Team. Dann holt es mal nach. Wie viel Geld haben wir eigentlich für die Baumstämme bekommen? Keine Ahnung. Nachher gucken. So, gut. Gucken. Guck mal, ob du. Wo stehst du gerade? Am Anfang, also vorne in unserem Wald. Ja. Da ist ein riesen Baum hingekommen gerade. Ja. Da ist ein riesengroßes Windkraftwerk hingekommen. Wir gucken, ob ich einen Baum fällen kann. Ich wollte gucken, dachte, du wolltest gucken, ob du das, das Windkraftwerk fällen kannst. Sowieso. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren.
Ha! Das gibt's ja nicht. Was? Was denn? Was ist passiert? Den Baum, den ich gerade hingebaut habe, den habe ich gerade gefällt. Ja. Was kostet der? 7.000. Das ist aber günstiger. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Nee, es ist günstiger, wenn du die selber ersetzt. Ja. Ich glaube, da machst du eigentlich eher Minusgeschäft in die Dinge, aber... Definitiv, ja. Das Schönste ist, setzt du hin und wenn sie dich stören, fällst du einfach fertig aus. Ja. Jetzt stehst du mir aber voll im Weg hier mit deinem Baum. Oh, das ist nur eine optische Täuschung. So, jetzt haben wir auch gesehen, wie man Baumstämme auflädt. Kann man eigentlich auch nicht entästete Bäume im Sägewerk abgeben? Das würde mich auch mal interessieren. Hm? Weiß nicht. Müssen wir nachher, das müssen wir nochmal ausprobieren mit dem Anhänger. Wobei, ich kann es auch mit dem hier machen. Aber hast du einen großen Anhänger da irgendwo? Mit was? Hast du einen großen Hänger da? So, Holztransport, warte, ich kann nicht da einkaufen. Ja, weil es mit dem Ponce Buffalo dauert das zu lange. Der ist zu langsam. Ja, dann nimm einfach den. Ach, sag schon. Den New Holland? Nee. Gott, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ein Radlader. Nimm einfach den Radlader, nimm das Ding in die Hand oder in die Schaufel beziehungsweise und ich komme jetzt gerade mit dem LKW. Das können wir auch mal machen, ja. Ja, dann mache ich das mal eben. Sie nur mal einen Baum schon wieder mal abladen. Oh, ich liebe es. Spiegel. What the fuck, warum gehen da zwei Spiegel nicht? Beim LKW geht der die Rechtsspiegel und der Frontspiegel nicht. Gibt's ja nicht. Skandal. Vor allen Dingen, guck mal, wie tief der. Was für Fahrspuren der macht, der LKW. Warte, ich muss mal kurz. Der macht ja richtig Tiefe. Nimm mal einen LKW, nimm mal den Traktor und fahr mal rückwärts mit dem Traktor. Nur rückwärts fahren. Genau. Dann siehst du ja die Fahrspuren. Ja, jetzt fahr ich mal da lang. Boah, deine sind echt tief, ja. Die sind richtig tief. So. Da. Ja, der hat eine richtige Hupe. Kannst die Zeit mal wieder ein bisschen runterdrehen? Am Multiplayer gibt es keine Missionen bisher. Nee. Hätte ich aber nicht mit gerechnet. Ach, der dreht durch. Wer dreht durch? Oh. Ach, der LKW hier. Ja. Mein Frontlader aber. Oh, die Zange ist falsch rum. Hups. Guck mal. Ach, jetzt. Oh, okay. Jetzt ist sie wieder richtig rum. Okay, das ist noch. Auch noch ein bisschen buggy. Wald fahren, passt schon. Und die ganzen Dinger, die hier im Weg liegen, diese kleinen Dinger, das darf man nicht machen. Die kleinen Teile abschneiden. Nee. Seiden, Forstgeräte? Ist denn hier ein Mulcher oder sowas? Das ist da, oder? Diese Maschine schneidet Baumstümpfe. Ja, dann lag du mal drauf. Wieso draufladen? Ich fahre jetzt einfach weg. So, ja gut, sonst hättest du auch einfach draufladen können. Wo denn? Ja, auf den Hänger. Ich hatte extra einen Hänger hingestellt, direkt vor dir. Ach so, ja, da komme ich jetzt ja gar nicht ran. Nee, ich fahre jetzt so kurz weg hier. Guck mal, ich komme da, so hoch krieg ich ihn gar nicht gezogen, den Baum. Den fahre ich jetzt direkt mal weg. Wenn ich überhaupt rauskomme irgendwie. Ja, nee, weil da der LKW ja mit dem Hänger steht. Deswegen dachte ich, dass du ihn draufladen willst. Ja, warte mal. Also entweder leckt es jetzt hier gerade oder ich habe den Baumstamm gerade verloren. Ja, ich habe den Baumstamm verloren. Oh, ey. Also schon mal keine gute Idee, den Baumstamm durch den Wald zu ziehen.
Ja, ist noch ein bisschen Chaos mit den Bäumen hier, ne? Wir brauchen ganz dringend, müssen wir den Wald hier aufräumen. So, den Baum will ich noch wegbringen und dann wollen wir gucken, was für Geld das bringt. Und dann haben wir den dritten Part auch schon. Voll geil, ey. Guck mal hier. Hm? Willst du dich mal hier drunter legen? Warte. Wo drunter legen? Hier. Oha, was kannst du mit dem? Lauf mal lachen in die Kreissäge rein. Ja, was kannst du mit dem Ding denn machen? Ist das zum Entfräsen oder was macht der? Der macht eigentlich die Baumstämme weg. Oh, aber die gehen nicht. Ups. Nur die, im Boden verankert sind noch, ne? Mhm. Ja, nice. Hm. Der macht da auch noch was. Achso, das ist der Stumpf noch. So, ich fahre mal mit dem Liebherr hier nochmal mit dem Frontlader. Ah, es ist schade, dass er nicht diese kleinen Stücke da macht. Ja, das wäre. Oh doch, die macht er. Echt? Ich mal gucken, ob da mein Geschnetzel ist, was ich da gerade eben hinten gemacht habe. Oder er ist auch mitgemacht. Ah, Mist, jetzt habe ich den Baum schon wieder weggeworfen, ey. Ja, die macht er weg. Was macht er weg? Also die ganzen kleinen Stücke, die wir abgeschnitten haben. Ja. Die macht er weg. Das ist natürlich, das ist gut. Das ist gut. Also alles, was unter einem Meter ist, glaube ich, macht er weg. Ja, perfekt. Wäre ja auch schlimm, wenn die ganzen kleinen. Wer wäre das? Da brauchst du ja einfach eine Shop. Obwohl. Hm? Na? Fällt mir gerade was ein. Moment. Radlader, kaufen, Schippe und Universalschaufel kaufen. Was für ein Radlader willst du kaufen? Ich habe einen Radlader und eine Universalschaufel jetzt gerade gekauft. Achso, willst du versuchen, ob du auf die Schaufel raufkriegst? Jo. Ja, verstehe. Ja, ich habe Probleme hier mit meinem Baum. Der steht jetzt so mitten in der Map irgendwo rum. Wir könnten es eigentlich auch ganz einfacher machen. Ich pflanze einfach einen Baum da hinten beim Sägewerk und das Ding sägen wir einfach ab und dann schmeißt es weg, fertig aus. Ja, es. Oh, ich habe meine Schaufel schon wieder gedreht. Also die Zange habe ich gedreht, so rum. Okay. Eieiei. Ja, so ein bisschen buggy ist es noch. Aber ich muss sagen, viel Liebe zu Detail, also. Ja, das ist genial. Es lohnt sich, der LS50 zu kaufen. Ja. Ganz ehrlich, lohnt sich halt noch. Definitiv, ja. Hab es so. Hier. Nein, bist du aber weit gekommen. Ja, überhaupt nicht weit, ne? Ja. Tja. Aber kriegst du die auch nicht vorne rein, ne? Doch. Ein drin. Zeig mal. Moment. Oh ja, Tatsache. Nicht schlecht. Hm. Und den nächsten auch noch drin. Aber ich werde es mal versuchen mit dem Scorpion. Ah ne, das ist. Ist fragt, ob man sie in den Hänger laden kann. Mit dem Scorpion? Nee, die Stämme, die ich jetzt habe. Ach so. Wenn die jetzt einfach den Hänger, das wäre ja geil. Wenn das wirklich Giant gemacht hat, also dann, dann geht dir einer ab, ne? Aber dann geht mir sowas von einem ab. Mach's gut, Baum, roll mal wieder weg. Oh, Giant, böse. Stimmt, ich sehe es gerade auch, ja. Also, ich wundere mich, dass der Scorpion hier nicht hochkommt.
Wenn du auf dem Baumstamm stehst. Nee. Ja, der hat so viel PS und da kommt nicht so eine kleine Steigung hoch? Das kann nicht sein. Ne, da kommt er echt nicht hoch. Schade. So. Jetzt machen wir den einen Baum noch. Den hier. Den jetzt von außen nochmal angucken hier. Denkst du, man kann die kleinen Stücke so einfach aufsammeln? Never. So, stellen wir die Schnittlänge auf 5 Meter ein. Ich will da nur einen einzigen Klein mitnehmen. Ich will gucken, ob ich den verkaufen kann, den Kleinen. Was für einen Klein willst du mitnehmen? So ein Endstück hier. Ist aber so schwer, verdammt schwer, das Ding. Weißt du, was ich dafür mache? Hm? Du gehst einfach die Schaufel dahin und dann säge ich es ab, dass es da reinfällt. So kann man es natürlich auch machen, ja. So, ja. Was haben wir hier noch? Achso, das ist die Schnittlänge, die wir hier einstellen können. Ja. 5 Meter. Die 64 müssen wir auch mal rausfinden, wofür die 64 steht. 60? Wenn du im... Ah! Das ist... Du siehst, wenn du an den Baum rangehst, dann zeigt er dir an, in dem Scorpion, wie lang der Baum ist. Also wie hoch echt? Der ist, wenn ich es richtig gesehen habe. Warte mal, ist es das? Moment. 525. Oder ist es die Breite? Oder ist es, also das kann auch der Durchmesser des Baumes sein. Wobei, nee, das kann nicht sein. Doch, 64. Nee, 525 steht hier. Steig mal einmal mir. Ich muss den Harvester mal einschalten, dann im Cockpit. Das Ding. Wo soll ich das gucken? Im Cockpit steht unten, da stehen unten Angaben links und rechts. Links ist die Schnittlänge und rechts bin ich noch am Grübeln. Das hatte ich mal im Video gesehen. Stimmt, das eine ist die Schnittlänge, das andere ist die, nochmal. Hier steht nämlich 0 bei dem hier. Bei mir steht 528. Warte mal. Jetzt steht hier 539. Ich glaube, auch was damit zu tun. 510. Das ist der Durchmesser. Kann natürlich sein. 444. Hört? Ja. 428. Ich glaube, das ist der Durchmesser. Ja, 190. Ne, aber 307 kann ja auch wieder nicht stimmen. Warum? 30,7 Zentimeter ist zu viel. Nee, das kann nicht sein.
Hm? Ja, guck mal, was ich gemacht habe. Wo bist du denn schon hier? Ach, da. So. So die Krone, Krone weggemacht. Hast den perfekten Weihnachtsbaum. So, oh, ja, in diesem Sinne, vorweihnachtliche Geschenke hier. Ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.